Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Kamp Lintfort. Heute dürfen wir was ganz Besonderes fahren. Für mich was ganz Besonderes, weil ich absoluter Ferrari-Fan bin. Also für mich ist Ferrari die Automarke. Das ist der 488 GTB und der hat Dampf. Mehr sage ich nicht dazu. Der hat echt Dampf. Viel Dampf und sieht gut aus. Lass fahren. Also laut Ferrari soll der 17 Liter verbrauchen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil die meisten fahren sehr zügig. Ja? Und das ist schon 20 aufwärts. Ich würde mal 15 sogar bekommen, weil ich genieße mit einem Ferrari jede Fahrt. Boah, wenn der angeht hinten, ne? Ich finde Ferrari ja so einen dreckigen Sound, ja? Der 458er mehr als der, aber trotzdem ist so, ne? Oder? Ich bin direkt böse. Ja, ich finde den so dreckig, so nach, boah. Wenn du hörst, drehst du dich um und wartest und fragst dich, was kommt da? Ja. So, wir fahren kurz auf die Autobahn und gucken, was da so abgeht. Wie gesagt, die Reifen sind noch blau und ich dachte nicht in den Kurven, da ist so viel Gas und das Ding macht hier Rambazamba. Mamma mia! Boah, wir fahren nur 140, Leute! Wir fahren 140 und das ist Musik! Also ich hätte die ganze Anlage hier auch abgebaut, braucht kein Mensch. Ah doch, ne? Ein bisschen Musik schon. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber eigentlich ist das sexy. Das Auto ist auch angenehm, schaut mal. Wenn ich wirklich auch Sport mache, ja, hörst du fast gar nicht. Der war auf rechts die ganze Zeit. Und ich finde, man könnte auch eine längere Strecke damit fahren. Ja. Der ist nicht nur Rambazamba in der Stadt, ja, sondern auch ziemlich gut für Langstrecke. Also ich hatte bei meinem 458er die gleiche Sitze. Ich bin nach Monaco gefahren, kein Scherz, keine Rückenschmerzen, nichts. Also Wundertalent hier. Oder Respekt an die Designer von Ferrari, die auch so Sitze bauen. Ja, Race-Sitze, die Schallensitze, aber so gemütlich, dass man auch länger fahren kann. Jetzt mal auf Race, schalte alles ab. Geschwindigkeit, der hat 3 Sekunden auf 100, soll er haben. Das ist brutal, sehr brutal. Bei 1300, knapp 1400 Kilo hat er, glaube ich, ne? Oder? Ja. Wer das Gefühl kennt, der weiß, was ich meine. Wer das nicht kennt, habt Angst vor diesem Wagen. Der braucht einen Waffenschein. Nein, zwei. Der braucht wirklich zwei Waffenscheine sogar. Grabitzky. Macht immer hier wieder Straßenbahn. Ja. So sieht es aus. Ich glaube, Ferrari hat so einen riesen Sprung bekommen mit dem 458er. Seht ihr da nichts? Nein. Weil die diese 7 Jahre Garantie gemacht haben. Weil davor wollte schon immer einen Ferrari haben, den 430er oder 360er, wo der damals neu war. Aber egal, was das am Auto war, Vermögen. Ja, Kupplungwechsel 12.000. So. Inspektion 10er. Das ist natürlich, das sind Zahlen gewesen, wo man sagt, okay, Kleinwagen abgeben, Inspektion machen. Das ist nicht gut. Und 7 Jahre Vorgarantie, keine Kopfschmerzen. So.
Weiter geht's. Hell genug? Viele haben sich beschwert, dass du, Norman, mich zu dunkel aufnimmst. Ja, ist ja auch Tatsache so. Da müssen wir mal schauen, wie wir das ändern. Ich habe gesagt, bei manchen Kommentaren habe ich geantwortet, wir spielen Verstecken. Ja, ist jetzt hier drin auch wieder recht dunkel, ne? Gerade ohne Schiebedach und alles. Stadt fährst, da regen sich alle auf. Ja, die regen sich wirklich alle auf, wenn man mit so einem Ferrari kommt und so weiter. Das war. Das ist schon ein Riesenunterschied, ob du mit dem Ferrari kommst oder mit dem Rolls Royce. Kamerad sagt nein. Der Gimbel hat. Ah! Weltraum. Also das ist schon sexy. Ja. Das Problem ist, wir haben Straßenverkehr und der Belzec wird sehr, sehr vorsichtig. Ich kann noch ein bisschen immer geben, weil es ist. Ja, voll ist er nicht, aber leer auch nicht. Puh. So. Gegenüber stehen noch ein paar Autos. Ja, pass auf, dann hör dich die mal gegen. Ja, yeah, ready? Ja. Zu bremsen, damit der Norm hier nicht mit der Windschutzscheibe Kontakt aufnimmt, ja. Also der soll 340 km/h schnell sein. Nicht mit mir. Nein, da bin ich zu hart. Ich bin einmal mit dem McLaren 335 gefahren und das war
das war nicht schön. Ich sag's wie es ist. Der Vorsicht, kein Problem, wirklich vom Fahren her, McLaren, der hat eine 75S habe ich gehabt. Der klebt an der Straße. Von dem Sicherheiten her war das, glaube ich, bei den hohen Geschwindigkeiten, ehrlich gesagt, das beste Auto bis jetzt. Ja. Also bei dem Ferrari merke ich, ne? links, rechts, wenn ich Gas gebe, da tanzt so ein bisschen. Bei dem McLaren war das nicht so. Wir fahren ins Büro wieder zurück. Achtung. Der ist auch sexy. Muss das sein? Ja. Guck mal, der eine hat Winterjacke an, der andere hat ein T-Shirt an. Jetzt finde den Fehler. Und wir sind hier fertig. Muss kalt. Also doch Winterjacke. Also ich finde die Farbkombi sehr, sehr sexy. Sehr sexy. Ne? Ich habe zuerst gedacht, auf den Bildern, die goldenen Felgen wirken nicht so schön. Ja? Weil ich bei Google ein paar Bilder mir angeguckt habe. Aber live ist das Auto einfach nur Sahneschnittchen. Bin ich noch nie gefahren. Ne? Porsche GT3 RS bin ich noch nie gefahren. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir ein Like oder lasst mir ein Abo da. Oder beides. Warte, ich muss die Kamera ausmachen. Kommentiert. Ich freue mich. Und ja, ich freue mich auf das nächste Video. Eine Sache noch. Was hast du eigentlich für ein cooles T-Shirt an? Das hat der extra gesagt. Ich mache keine Schleichwerbung, aber trotzdem ein geiles T-Shirt. Und hast du gesehen, ich hatte sogar passende Schuhe dabei. Vom Farben her, guck mal. Achtung, hast du gesehen? Wahnsinn. Tja, in Polen sagt man das Kompletik. Nein, vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Ciao.